Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Avalon Code. Letzten Part haben wir ja den Eisdrachen besiegt. Und wir wurden angewiesen, dass wir hier im Sumpf zum nächsten Drachen gehen sollen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Nachdem hier gefühlt nichts ist. Ich meine, hier unten waren wir ja schon. Beziehungsweise wir waren hier überall schon im Sumpf, aber ich habe keine richtige Spur gefunden, wo ich weitergehen muss. Beziehungsweise wo ich weiterkomme. Hab ich hier oben irgendwas noch übersehen? Nicht wirklich. Hier ist ja auch nichts. Nach der Kerze ist der Baum hier so, so komisch braun. Oh, ein Erziehungsblatt. Wird dieser Baum nicht mehr lange überleben. Okay. Stimmt ja, dann kann ich bei den Karten manchmal ein bisschen was untersuchen. Der Baum ist mit Spuren übersät. Ist hier jemand hochgeklettert? Hier kommen wir auch nicht weiter. Oder vielleicht doch. Der Bereich ist neu. Mit einer weiteren Blume. Sieht noch sterblich. Oder wieso leuchtet das komisch? Ne, ist aber auch nur Licht. Zeuge wurden abgehackt. Scheinbar hat sie jemand abgeschnitten. Drüben kommen wir auch noch weiter. Und die Buch, das Buch steigt wieder eine Stufe auf. Die Metallic-Karte scheint sich jetzt zu verändern. Heißt das, wir haben mehr Plätze? Können wir gleich mal schauen. Ja, wir haben eine weitere Reihe zu bekommen. Okay. Ja, kann nützlich sein. Heißt auch, bei den Charakteren könnten vielleicht neue Eigenschaften entstanden sein. Beziehungsweise freigelegt, sagen wir es so. Ja, was wirklich nützt, ist, haben wir hier auch nicht dabei. Ein Krank können wir vielleicht für den nächsten Boss direkt brauchen. Sollten wir ihn noch finden. Sonst haben wir hier wenig Neues. Noch ein Krank. Hab ich auch nichts gegen. Wie gesagt, das schwächt ja den Boss so ziemlich. Ich meine, hat halt dann ein bisschen weniger Leben. Sonst haben wir hier nichts. Das stimmt, eine Einmeldung. Hallo König Pokal. Die Entscheidung. Jetzt in der Arena. Okay. Neues Turnier. Sonst war hier eh nichts. Hier drüben ging es auch nicht weit so, oder? Hier sieht es aus, könnte man nach unten gehen, aber da ist nichts.
Beziehungsweise das Spiel lässt mir auch nicht nach unten. Jetzt vielleicht hier hoch noch? Das ist doch ein Mauerbereich. Die Gegner hatte ich eigentlich gleich schon mal gescannt. Ich scanne sie trotzdem nochmal. Und hier ist auch der Top. Meistens, wenn der Top 4 ist, dann ist, hier kommt der Bossgegner. Ah, hier weiter nach oben. Ja, bewacht, die macht das alles. Sag mal richtig. Und dann wird er mal tauschen. Kann ich den Schaden machen? Ja. Das wollte ich nicht. Soll nicht zu einer Torten gehen, das denke ich. Weil es sehr viel Schaden macht. Das ist ja, glaube ich, nur ein kleiner Teil von dem Kampf, so wie es aussieht. Dann nicht reinlaufen. Da wollte ich die Bombe nicht hinwerfen. Ich hab doch noch die anderen Bomben auch. Jetzt habe ich halt keine Ahnung, was die machen. Das war auch eine Explosion. Ich brauchte eigentlich die Kerze. Damit ich sehe, wo der auftaucht. Ist halt so doof, dass das Ding nicht so lange stehen bleibt. Die Bomben brauchen zum Explodieren. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Ah ja, ich glaube, Bomben sind hier das Richtige. Auch relativ viel Schaden. Ist halt das Problem, dass die so lange brauchen zum Aktivieren. Okay, interessant, dass er mich da auch treffen dürfte.
Atmen. Ich habe einen Sterbe, aber ich kann ein P mehr. Das habe ich schon verdrängt. Und die Hälfte vom Leben ungefähr. Das wollte ich nicht. Immer noch nicht. Mensch. Wie viel Leben hat das Teil, beziehungsweise der Ast? Bombenangriff erhöht. Das war genau die falsche Richtung, wo er es hingeworfen hat. Natürlich bin ich dann Range. Okay. Der Kampf ist anstrengend. Und könnte länger dauern. Ich glaube, mit dem Bomben habe ich da schon die beste Möglichkeit. Ich glaube, dass ich fast nicht reagieren kann. Und das, wie viel MP ist das eigentlich? 50, okay, das reicht nie im Leben. Würde ich in den Pfannkuchen brauchen, die 80. Das Brot selbst bräuchte ich 40. Die Kekse sind schon die günstige Variante. Komm schnell heilen. Natürlich taucht er wieder unter. Okay, wie mache ich das am besten? Ich muss ja auf jeden Fall direkt zahlen.
Sonst habe ich eh nichts. Ja, die Flasche, aber ich habe keine Ahnung. Der Betrank kostet zu viel. Und selbst wenn nicht, wüsste ich nicht, ob es eine Art Heiltrank gibt. Das war halt ein bisschen zu schwer. Kriegt er leider nicht zu. Das hat nur einmal getroffen. Masse vom Laufen bleibt mir nichts übrig. Laufen und hoffen, dass das zuschlägt. Und da muss ich ihn noch treffen mit den Bomben. Okay, jetzt weiß ich nicht, was das bringt mit dem Aufladen. Ja, das ist das normale Werf natürlich besser. In dem Fall. Dass du eigentlich dann die Explosion kontrolliert sozusagen kannst. Sich dann halt direkt in die Bomben locken. Das ist leider außerhalb der Reichweite. Da muss ich leider so machen. Martin muss beide Arme zuschlagen. Dann wieder zwei Bomben verwenden. Und machen das gleiche Spiel. Zum Glück hat man das ja, wenn die zuschlagen. Muss halt einfach laufen.
Darf nicht stehen bleiben. Das kann ich ihn halt auch nicht schwächen. Ich habe auch nicht zum Scannen kommen. Ah, das lief so gut.